Im letzten Part von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze habe ich ziemlich gefailt, denn es scheint mir einfach nicht möglich zu sein, im ersten Durchgang gleich alle Puzzleteile zu finden, ohne sie nochmal nachholen zu müssen. Aber ich bin jetzt schon wieder guter Dinge, denn jetzt kommt Level 3-3 Samba im Sturm und dieses Level ist mein Lieblingslevel. Von all diesen Leveln in diesem Spiel, von all diesen wunderbaren Leveln in diesem Spiel, ist das mein Lieblingslevel. Denn allein die Idee und... Ah, es ist so gut einfach nur. Denn wie der Name schon sagt, herrscht hier ein großer Sturm. Und das Coole ist, je weiter wir im Level voranschreiten, desto heftiger wird der Sturm. Und ich hoffe, dass ich jetzt zumindest in diesem, in meinem Lieblingslevel, alles finden werden kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht wirklich was wird, weil ich werde wahrscheinlich wieder viel über das Level reden, weil ich es so cool finde. Und daher wenig auf die meine Umgebung achten und einiges verpassen. Hier unten ist aber gleich mal was. Nämlich... Achso, nur ein Kongboss, okay. Diese Wirbelstürme, die hauen einen random irgendwo hin. Das kann man nicht so wirklich beeinflussen, nur so halb. Und ja, da muss man auf jeden Fall schon mal aufpassen. Hier ist eine Banane, okay. Hier könnte es sein, dass man die alle einsammeln muss für eins. Weil die nicht ganz so leicht zu kriegen sind. Nein. Wir töten dich mal, bringt aber wahrscheinlich auch nichts. Nee. Wie viel gibt es denn hier? 5. Okay. Und wie ihr schon sehen könnt, war das sehr, sehr fair. Denn wenn man von diesen Wirbelstürmen random irgendwo hingehauen wird, dann kann man das nicht kontrollieren. Und dann passiert es halt nun auch mal da... Ja, natürlich. Und dann passiert es halt manchmal auch, dass man dann in Stacheln reingejagt wird. Im normalen Modus nicht so schlimm. Im extra schweren schon. Leider gibt es aber in dem Level im Hintergrund nicht ganz so viel zu sehen, weil halt alles neblig ist. Aber trotzdem. Und die Musik hier ist auch wieder so cool. Die schafft auch so eine wunderbare Atmosphäre. Darf ich durch? Danke. Wow, das war knapp. Okay, und hier haben wir ihn auch schon. Rambi! Das ist auch nochmal ein Grund, warum es mein Lieblingslevel ist, weil Rambi richtig cool ist. Und hier ist der erste Bonus. Ich hoffe zumindest der erste. Oh nein, ist es wieder so einer. Okay, und drüber. Okay. Das habe ich aber gut hingekriegt. Da muss ich mir jetzt selber loben. Das habe ich gut gemacht. Sonst versage ich in dem LP, aber das habe ich jetzt gut hingekriegt. Okay. So, und jetzt werden wir dann gleich weiter voranschreiten. Werden wir auch schon erste Anzeichen sehen, dass der Sturm auch wirklich heftiger wird. Wartet's nur ab. Und hier ist gleich das nächste. Okay, das ist geschenkt. Danke. Nehme ich gerne. Und da ist das K. Wir haben schon zwei Puzzleteile und jetzt erst das K. Lass mich vorbei. Dankeschön. So, denn jetzt gleich... Hier, das ist jetzt auch so cool. Diese Plattform, die von dieser Windhose da unten getragen wird. Auch so eine coole Idee. Ja, denn jetzt gibt es hier ein Gewitter und Blitze schlagen ein, den wir natürlich ausweichen müssen. Das erinnert mich auch an das eine Blitzlevel aus Donkey Kong Country 3. Ja, man kann immer vorher sehen, wo die erscheinen werden, die Blitze. Und ja, ist auf jeden Fall nicht ganz leicht. Aber das Unwetter wird noch viel heftiger. Jetzt werden aus dem Hintergrund, aus dieser Windhose, Gegner herausgeschleudert. Und die Feuergegner dürfen wir übrigens auch nicht berühren. Die normalen schon. Aber wenn Rambi die Feuergegner berührt, habt ihr gerade gesehen, dann nimmt er Schaden. Wir waren jetzt zum Glück nicht auf ihm drauf, deswegen macht es nichts. Aber Feuergegner kann Rambi nicht töten. Das ist seine Schwachstelle sozusagen. Okay, hier gibt es nur eine Bananenmünze. Das... ist mir relativ wurscht. Ja, wir haben schon drei Puzzleteile. Ich fühle mich eigentlich relativ zufrieden. Ich hoffe wirklich, ich verpasse nichts. So, jetzt haben wir hier sehr, sehr starken Gegenwind. Und aus irgendeinem Grund wurde Rambi jetzt plötzlich schneller. Davor war er verdammt langsam und dann hat er plötzlich enorm an Speed dazugekriegt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber das war jetzt ein bisschen komisch. Da kann ich jetzt nicht arg viel dafür. Das mag jetzt wieder nach einer Ausrede klingen, ist es auch. Aber trotzdem, das war ein bisschen sehr komisch.
Okay, ich werde mich wieder versuchen zu beeilen. Puzzleteile muss ich ja nicht mehr sammeln, aber das K, das hier ist. Haben wir das O überhaupt schon gefunden? Doch, ich glaube, haben wir irgendwo. Ich weiß gerade nur nicht mehr wo. Da, genau. Okay. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, gleich wieder da. Genau. Denn, ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Jetzt kommt das. Man soll hier eigentlich auch rennen, aber ich möchte es jetzt mal nochmal ausprobieren. Der wurde gerade eben kurzzeitig irgendwie schneller. Okay, ich bilde mir sowas ein. Ist schon okay. Es war eine Ausrede. Da kommt das N herbeigeflogen und... Ah, da ist kein Bonus oder so, sondern das ist einfach nur eine Schlucht, die uns töten will. So, das Fass hier wird auch herumgewirbelt. Und jetzt werden wir von einer gigantischen Windhose gejagt. Und ich hätte nicht so lange warten sollen, das war jetzt ein bisschen knapp. Aber es passt noch. Es wird immer dramatischer, je weiter wir kommen. Der Sturm wird immer heftiger. Und das Finale dieses Levels, der letzte Abschnitt ist so geil, denn jetzt fliegen wir in einen Sturm hinein. Und hier sind jetzt die ganzen Bodenteile, die hier in der Luft herumgewirbelt werden und auf denen wir jetzt entlang jumpen müssen. Und oh, die Idee ist so cool. Ich meine, wir befinden uns in einem Wirbelsturm, in einer Windhose. Wie kommt man denn auf sowas? Das ist so cool einfach nur. Ich liebe dieses Level. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte mir so, boah, das ist so episch einfach nur. So, und hier ist ein Bonus. Und das bedeutet, wir haben tatsächlich alles gefunden. Es geht doch. Ist das das erste Mal, dass wir den Bonus sehen? Nee, ich glaube, wir hatten den schon einmal, aber der kommt relativ selten. Das hätte ich jetzt sogar fast verkackt noch. Aber wir haben es hingekriegt. Okay. Und ich glaube, uns fehlt aber noch das G. Ja, das G fehlt uns noch. Ich hoffe, das kommt noch. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich hoffe auch, ich sterbe nicht mehr. Und auch die ganzen Bäume und das Zeugs, das im Hintergrund herumgewirbelt wird. Oh, das Level ist so episch. Und hier ist der Stier. Der macht jetzt hier die Plattform kaputt. Muss man ein bisschen aufpassen. Okay, und da ist das G. Man braucht Rambi dafür. Ja, nicht unbedingt. Man kann auch von hier aus einen Rollsprung machen, dann kriegt man es auch. Okay, und hier ist nochmal ein Fass und jetzt kommt der letzte Abschnitt des Levels. Noch einmal diese Platten hier und jetzt werden aber Blitze von links nach rechts einschlagen. Das heißt, wir müssen uns beeilen, weil wir sonst gebrutzelt werden. Und das ist jetzt ziemlich eng hier, aber wir haben es hingekriegt. Oh, so ein schönes Level. Und ich habe es zumindest in meinem Lieblingslevel geschafft, alles zu finden. Ah, schön. In Returns habe ich eigentlich gar nicht so ein Lieblingslevel, wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich das Beste, meiner Meinung nach. Aber hier schon, weil das Level ist einfach... Oh, es ist so gut. Es ist so gut. Und meine Zeit in diesem Level ist 1,28 und 87 Hundertstel. Und meine Zeit im nächsten Level sind 56 Sekunden und 35 Hundertstel. Und das schauen wir uns jetzt natürlich auch noch an, nämlich Feuerwasser-Limbo. Und dieses Level ist auch der absolute Hammer. Das ist vielleicht sogar auf Platz 2 meiner Lieblingslevel. Also, auf jeden Fall, Samba im Sturm ist mein Lieblingslevel und das hier ist auch verdammt weit oben. Also, wir haben zwei hochqualitative Level in diesem Part, denn schaut euch das mal an. Allein das ist schon sowas von episch. Und hier ist auch die Musik wieder so cool. Wir haben 7 Puzzleteile, okay. Denn hier gibt es jetzt einen Waldbrand. Und wir müssen immer uns diese Wasserfrüchte hier zunutze machen, denn die können wir auf das Feuer werfen, um das Feuer zu löschen. Ach, die Musik. Die Musik macht auch wieder so eine geile Atmosphäre. Es ist Wahnsinn. Also, boah, die Level in diesem Part. Hier sind auch unendlich viele von diesen Wasserfrüchten. Also, die können wir benutzen, um hier das Feuer so ein bisschen zu löschen. Oh, da ist noch ein Gegner. Stirb. Okay. Und ich glaube, das müssen wir hier jetzt sogar auch machen. Für ein Puzzleteil oder so. So, reicht es? Ja. Dann machen wir hier alles weg. Und ja, wir kriegen ein Puzzleteil dafür. Okay. Und hier die Lianen können wir auch löschen. Und müssen wir teilweise dann später im Level auch noch. Also die Idee ist auch schon wieder so cool. Man wird am Anfang wieder ganz
leicht herangetastet und je weiter man kommt, desto schwieriger wird und es werden auch noch ein paar andere Mechaniken kommen. Hier, ihr seht jetzt von rechts nach links, verbrennt es so langsam oder wird zumindest schwarz und wenn man auf dem schwarzen Zeugs hier läuft, dann verschwindet das und das hätte ich jetzt nicht machen sollen, doch, es geht noch, okay. Also diese schwarzen Plattformen, also wenn der Baum schon so ein bisschen angekokelt ist, dann wird der verschwinden von Zeit zu Zeit. Muss man also aufpassen. Und gibt's hier nicht was? Ja, ein Puzzleteil. Okay. Der schießt jetzt auch mit Feuerfischen. Und hier sind auch die Schreisäulen. Die sind wieder zurück aus Returns, aber sie brennen jetzt. Ist das das erste Mal, dass wir sie sehen? Ich glaube schon. Ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, dass die da sind, die Schreisäulen, aber ja gut. Die Bananen tanzen hier. Und bei diesem Boden muss man auch aufpassen, denn sobald man einmal auf ihn drauf tritt, kommt so eine Sekunde danach oder so Feuer daraus und dann darf man nicht auf dem Boden stehen. Also anfangs schon, aber man darf jetzt nicht für eine Sekunde lang an derselben Position bleiben, denn sonst wird man verbrannt. Dem Typen hier macht es nichts, verdammt nochmal. Da habe ich jetzt die Schreisäule nicht schnell genug gesehen. Verdammt nochmal. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe einfach, dass wir alles finden werden, dann wäre ich schon zufrieden. Ich meine, dass ich ein paar Mal in den Leveln sterben werde, das ist ganz klar und offensichtlich. Ich meine, wir spielen hier im extra schweren Modus und das Spiel ist eh schon schwierig. Aber zumindest alles finden will ich halt. Weil das regt mich schon immer auf. Wenn ich jedes Mal alles verpasse, obwohl ich das Spiel, wie gesagt, schon mal durchgespielt habe. Okay. Puzzleteile müssen wir uns ja nicht mehr kümmern. Lasst mich in Ruhe, ihr Schreisäulen. Dankeschön. Habe ich hier eigentlich alle eingesammelt? Ja. Gibt nichts. Okay. Und schnell durch. Muss ich dich zerstören für einen Punkt? Nein. Schade. Stirb. Und stirb. Ich hab doch getroffen. Stirb. Okay. Hier gibt's auch nichts. Nein. Geht weg. Ist ein bisschen eng mit den Vögeln hier. Richtig. Jetzt hätte ich fast das Feuer nicht gelöscht da. Aber das muss man. Denn, wenn man das tut, kann man hier unten durch und zu einem Bonus. Okay, zum Glück habe ich das noch gesehen. Das hätte ich jetzt fast wieder verpasst. Und ein neuer. Und das ist ein ziemlich schwieriger, finde ich. Auch. Ja, es geht. Es geht gerade so. Man muss hier oben immer auf den Boden schlagen, um wieder durchzufallen und genau im richtigen Moment das machen, damit man in den Fässern landet. Okay, aber ich finde immer noch der Bonus mit den beiden Trampolinen, die sich nach links und rechts bewegen, schwieriger. Okay. Wieder mal der gefährliche Boden. Boah, war das wieder knapp. Ich will doch nur die Bananen da. Ich will wissen, ob es dafür was gibt. Nein, okay. Ist für dich was? Nein, auch nicht. Beeil dich mal. Wow, war das jetzt wieder knapp. Okay, ja, einfach ist das Level nicht gerade. Bei dem Level ist halt so, man fällt nicht wirklich leicht runter, aber man wird sehr, sehr schnell getroffen. Dafür gibt's nichts, okay. Und genau das ist das Problem. Oh, war das knapp. Genau das ist das Problem, denn ich darf ja nicht getroffen werden. Bei einem einzigen Treffer schon muss ich wieder von vorne anfangen. Hier ist das O. Okay, war auch nicht ganz leicht, weil die andere Liane ja noch gebrannt hat. Die hätte ich zwar auch löschen können, aber war ich jetzt zu faul. So, wie schaut es denn aus? Okay, 4 von 7 und das Counter so. Ja, müsste eigentlich passen soweit. Wie komme ich denn an das N? Mit dir komme ich an das N. Boah, war das wieder riskant. Alter. Und da ist das nächste Puzzleteil. Okay, man kriegt zweimal eins, wenn man auf die Bäume wartet, bis sie ganz nach unten gefallen sind. Lass mich in Ruhe. Okay, hier durch, immer mit Ducken. Und die hole ich mir jetzt nicht, da komme ich glaube ich auch gar nicht ran, sondern nur mit einem Partner. Und das ist auch gefährlich, ich mag diesen Boden nicht, weil da wird man so schnell mal getroffen. Oh, war das knapp. Nein, ich hätte es fast gebraucht. Gibt's hier was zum Werfen? Oh, nicht dein Ernst. Ist hier noch ein Wurfgegner?
Ich hätte es fast gebraucht. Oh, das kann ich doch nicht wissen. Oh, ich muss schon wieder neu spielen. Ist hier was? Ah, ich kann ja auch eine Frucht nehmen. Stimmt, aber ich komme jetzt nicht mehr zurück. Was ist hier? Noch ein Bonus, okay. Ah, verdammt. Ich glaube, das wäre sogar das letzte gewesen. Und es ist wieder mal der fiese Bonus, von dem ich vorher gesprochen habe. Wow, wow, wow. Ja, genau das meine ich. So, ja damit. Oder wie viele fehlen? Wir müssten eigentlich so... Ja, doch, eins nur noch. Ja, ja. Komme ich damit nochmal zurück? Ja, schon, aber... Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal zurück. Hier ist was. Ah, okay, auf der Schreisäule. Und da... Ja, okay. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Als wir aus dem Bonus rauskamen, dachte ich nämlich eigentlich, wir hätten 5 Puzzleteile. Weil ich nämlich weiß, dass noch eins am Ende ist. Oder mir zumindest ziemlich sicher war. Und deswegen habe ich mich schon gewundert, aber da war gar keins gerade eben. Ja, okay, dann macht es doch wieder Sinn. Wir sind jetzt nämlich auch schon gleich am Ende und wir werden dann wahrscheinlich doch alles finden. In beiden Leveln haben wir wahrscheinlich alles gefunden. Ich glaub's ja gar nicht. So. Denn das Ziel hüpft jetzt hier auch auf diesem Boden rum. Und ihr könnt es euch schon denken vielleicht, wir müssen jetzt dem Ziel tatsächlich ausweichen und hier rechts vorbei. Denn hier ist das letzte Puzzleteil. Wir haben alles gefunden. Nice. Ah, schade, ich wollte noch DK kriegen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu schwierig. Okay. Oh, war das wieder stressig. Aber ich bin echt froh, dass wir es zumindest mal in diesem Part mit diesen beiden wunderbaren Leveln geschafft haben, alles zu finden. Also diese beiden Level, ach, so gut. Und wenn euch diese Level oder der Part auch gefallen haben, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben, wie ihr die Level denn findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr gerne auch noch meinen Kanal abonnieren. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in den nächsten Leveln in dieser wunderschönen Welt von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sehen uns dann wieder. Ciao, Leute.